Moin. Jo, heute wollte ich euch mal ein Lone Wolf Modell vorstellen, nämlich das T2. Das gab es vor einigen Jahren hier auf meinem Kanal schon mal zu sehen. Ich meine aber, ich hatte damals keine Einzelvorstellung gemacht. Das möchte ich jetzt nachholen. Ich hatte vor einigen Monaten den Prana getroffen. Da hatte er das Messer mit und da hatten wir schon so ausgeklüngelt, dass ich das Messer mal da behalte für ein paar Wochen, damit ich es mal tragen kann, mal testen kann. Dann hatten wir das aber irgendwie verbaselt, irgendwie vergessen und er hat es dann wieder mitgenommen und hat es dann aber dem McFlosen rumgeschickt. Der Flo hat dazu dann auch ein Video gemacht, hat das auseinandergenommen, hat versucht, das besser einzustellen, andere Washer etc. Ist auf die Verarbeitungsqualität eingegangen. Ich werde euch das Video dazu mal in die Videobeschreibung packen. Ebenso natürlich den Kanal zu Pranas, ebenfalls den Link zu Pranas Kanal. Vielen Dank, Prana, für die Leihgabe erneut. Ist nach wie vor ein cooles Messer, um die Coolness und die Tauglichkeit zu unterstreichen, habe ich im Hintergrund mal ein paar meiner Lieblings-EDCs aufgebaut, die ich für sehr tauglich, sehr gut, sehr stabil, tolle EDC-Klappe halte. Und da würde ich dieses Messer, das Lone Wolf T2, mit einordnen. Hat von, soweit ich mich recht erinnere, von Cuscadi eine tolle Wurzelholzbeschalung bekommen. Was genau das jetzt ist, weiß ich nicht. Ist vermutlich stabilisiert. Sieht sehr, sehr schön aus. Das ist wirklich, das macht einfach eine Menge her. Die Original-Griffschalen, meine ich, waren schwarzes Nylon und es gab Versionen auch mit Holz. Die haben dann natürlich auch einen ordentlichen Aufpreis gehabt. Überhaupt sind die Teile zeitweise für eine Menge Geld weggegangen. Wie der Markt jetzt so aussieht, weiß ich nicht. Günstig sind die Teile definitiv nicht, da es die Firma Lone Wolf nicht mehr gibt. Die hatte irgendwann dicht gemacht, beziehungsweise wurde von Benchmade aufgekauft. Benchmade hat dann die Produktion einiger Modelle fortgeführt, aber auch nicht lang. Das T2 bzw. die ganze T-Familie, T1, T2 und T3, gehörte nicht dazu. Ich werde euch auch mal ein Video, daran erinnere ich mich, dass ich das T3 vorgestellt habe, beziehungsweise mal ein bisschen länger in die Kamera gehalten habe. Das ist wirklich ein Panzer, ein unfassbar massives, großes, langes Klappmesser. Baugleich zu diesem hier, halt mit diesen schwarzen Nylon-Griffschalen. Aber ja, einfach ein Biest. Packe ich euch auch als Link in die Videobeschreibung. Und die wurden dann halt leider eingestellt, sind auch recht schwer zu finden. Die werden nicht oft angeboten. Sind eher in den heutigen Tagen rar und nicht so leicht zu finden. Für mich ist das T2-Modell das Beste, einfach weil es von der Länge her einfach für mich passt. Für viele wahrscheinlich das T1, weil es EDC-tauglicher, kleiner ist. Und das T3 ist einfach ein geiles Sammelobjekt, ein herrliches, brutales Teil. Muss man mal in der Hand gehabt haben, dann grinst man einfach. Ja, und zum ersten Mal hatte ich das Messer gesehen, wie so oft bei Nutton Fancy. Der hatte das in die Kamera gehalten, hat damals vom William Harvey Design geschwärmt. Und dieses Design wurde oft noch aufgelegt. Ich weiß, es gibt günstige, billige Kopien von M-Tech. Dann hat jetzt gerade CRKT mit dem Ruger. Ruger, ich bin mir nicht sicher, ich bin da nicht firm drin, ist ein Waffenhersteller, meine ich. Und der lässt die von CRKT fertigen, soweit ich weiß, in China. US-Preis völlig okay. Wir in Europa zahlen eine Menge für. Hat gerade unser niederländischer Freund vorgestellt. Auch sein Video, den Link zum Video findet ihr in der Videobeschreibung. Das hier, CRKT Ruger, basiert ebenfalls auf dem William Harvey Design. Und Spartan Blades hat eine Volltitan-Variante, ähnlich dieses Designs, ähnlich diesem Designs aufgelegt. Das ist granatenmäßig, kostet dementsprechend auch. Ich meine, das liegt auch bei über 400, 450, wenn nicht noch mehr Euro. Aber ganz ehrlich, optisch Bombe, das Teil. Ja, und das hier ist jetzt halt die Lone Wolf Variante, das Urmodell dazu.
Die Klinge wurde ebenfalls bearbeitet, hat ein schönes Stonewash-Finish bekommen, mattiert. Lone Wolf Knives T2, wie gesagt, das mittlere Modell. Klingenstahl ist der CPM S30V. Ich werde euch mal kurz ein paar Grunddaten hier unten mit reinschieben. Ja, und wo wir gerade beim Stahl sind, ich persönlich habe immer das Gefühl, dass die CPM 30, S30V-Stähle irgendwie ein bisschen zäher sind, schnitthaltiger als der S35VN. Keine Ahnung, ob ich mir das einbilde. So ist es aber beim Paramilitary auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, ja, der hält die Kante ein bisschen besser als der S35VN. Mögen tue ich beide, aber ich habe immer das Gefühl, wenn man die älteren Modelle hat, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, von vor 10 Jahren mit dem CPM S30V, dass die einfach ein bisschen besser funktionieren, schnitthaltiger sind. Aber das mag ich mir einreden, weil das damals so die ersten coolen Stähle war, die ich so hatte. Ne? Pulvermetallurgisch, sehr hochwertig. Der S30V ja, war da wirklich lange, lange Zeit das Maß aller Dinge. Aber zurück zum Messer. Die Klinge könnte man fast als perfekt bezeichnen. Ich kann mir nicht viel vorstellen, was einfach tauglicher ist für jegliche Aufgabe. Sehr, sehr lange Klinge, Flachschliff, nicht zu dick gehalten von der Klingenstärke. Läuft nicht zu fein aus, aber doch fein aus. Also die bekommt ja, 10 von 10 Punkten. Braucht man gar nicht weiter drüber reden. Die ist ziemlich perfekt. Klar, wem die optisch nicht zusagt, dann kann man da gar nichts machen, aber die ist schon granatenmäßig. Wir haben einen Linerlock, einen Edelstahl-Linerlock, der ganz, ganz sauber dicht macht. Das Messer ist jetzt schön eingelaufen, das flippt gut. Das kam auch schon sehr gut vom Flo, der hatte das ja eingestellt. Einzig schade ist halt, dass der Klingenstand, ja, hat leider nicht mehr eine Zentrierung hergibt. Ich persönlich habe es über die Achsschrauben 2-3 Mal versucht und ja, da konnte ich nicht viel machen. Ne? Also wenn man dann so einigermaßen ein bisschen in die Mitte rüber geht, dann ist der Klingenstand gleich wieder so fest. Das ja, wollte ich mir nicht antun. Ich wollte die Spielfreude beim Tragen, wenn man es dann mal rausholt. Und dieses Messer, einer der wirklich Vorzüge ist, wenn man es dann rausholt, um irgendetwas zu schneiden oder so, man öffnet die Klinge dann. Ich kann es euch nicht anders sagen, aber in der Bewegung, in der ihr sie öffnet und das Klack hört, dass die Klinge verriegelt, in dem Moment bekommt das Gehirn automatisch die Meldung oder so, alles klar, der Job wird ordentlich gemacht. Klingt saudämlich, ich weiß, klingt wirklich saudämlich, wenn ich jetzt drüber nach, aber so genauso ist es. Egal, wo ich es benutzt habe, ob ich mal Pappe schneiden musste, ob ich Essen schneiden musste, ob ich damit geschnitzt habe, das Messer hat sofort den Impuls weitergegeben, dass es kein Problem sein wird, damit zu arbeiten. Und so war dem auch. Daher packe ich das ja, in diese Liste der Messer mit rein, die ich für sehr, sehr tauglich halte. Wirklich ein tolles, tolles, tolles Modell. Der Clip gefällt mir nicht ganz so. Der sitzt stramm, der sitzt sicher, der macht einen guten Job. Optisch gefällt er mir aber nicht. Ist nicht so meiner. Der ist schön flach gehalten, gut für die Handlage dann, aber ein bisschen schwer in die Hosentasche zu stecken. Aber gut, das sind Kleinigkeiten. Ansonsten ist das wirklich ein Modell, wo ich einfach nicht verstehe, dass Benchmade das nicht mehr auflegt. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Benchmade hat ja einen fantastischen Maschinenpark, da könnten die mit den tollsten Materialien dieses Design wieder auflegen und ich bin mir ziemlich sicher, da würde es Käufer für finden. Vielleicht liegen die Rechte dann aber auch noch woanders, ich habe da keinen Einblick. Ist halt schade für die Leute, die dieses Messer sehr mögen, dass man da nicht mehr rankommt. Ist halt wirklich wunderbar lang, sehr tauglich, aber nicht zu schwer. Sehr universeller Griff, der mit den Fingermulden überhaupt nicht aufdringlich ist, einfach sehr universell bleibt. Und in jeder Handlage dann auch gut und sicher liegt. Das macht einfach Spaß. Die Riffelungen, die überall vorhanden sind, die beißen sich nicht böse rein. Die geben einfach zusätzliche Struktur und Grip. Das ist alles gelungen. Da bin ich zwar nicht so der Fan von, aber bei diesem taktischen Modell darf das so sein, muss das so sein. Wie gesagt, eigentlich schwarzer Nylongriff. Ja, taktisches Messer durchaus
wenn man dann den Background von William Harvey kennt, militärisch, von daher ist das völlig okay und tut auch beim Entriegeln überhaupt nicht weh. Ist ein schönes Messer. Schöner Sound, läuft gut, echt nice. Wirklich schön gelungen sind auch die Pins. So eine kleine Pyramide in der Runde, nicht zu hoch gehalten, nicht scharfkantig. Damit lässt sich die Klinge wirklich wunderbar mitführen. Mir sehr, sehr gefallen dieses Messer. Vielen Dank, Prana, dass ich es nochmal nutzen durfte. Ich werde es jetzt nochmal reinigen, dann kommt es wieder zu dir zurück. Das Schärfen überlasse ich dir. Ich werde es nur nochmal kurz über den Leder ziehen. Aber wie gesagt, Messer hat die Schärfe, der ist 30V, anständig gehalten. Kommt eigentlich durch und durch nur gute Punktzahlen bei mir, wenn ich da ein Bewertungssystem hätte. Sehr gelungenes Teil. Sehr, sehr schade, dass es das so auf dem Markt nicht mehr gibt. Alles klar, das war das T2 von Lone Wolf Knives. Proudly made in the USA. Sehr, sehr cooles Teil. Okidoki, bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.